Das ist Dieter. Dieter ist arbeitsloser Mechaniker, er bezieht Hartz IV. Seine Kinder Linda und Lars brauchen beide Nachhilfe. Doch Dieter kann sich das einfach nicht leisten. Dafür hat die Bundesregierung die Lernförderung im Bildungspaket bereitgestellt. Doch bevor seine Kinder sie bekommen können, hat Dieter so einiges vor sich. Damit ein Kind die Lernförderung erhalten kann, müssen seine Eltern leistungsberechtigt im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets sein. Also entweder Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II, Sozialhilfe nach dem SGB 12, Wohngeld oder Kinderzuschlag gemäß BKGG erhalten oder Leistungsberechtigte nach § 3 Asyl-BLG sein. Die Eltern müssen aber erst einmal wissen, dass sie die Lernförderung für ihr Kind beantragen können und an wen sie sich hierfür zu wenden haben. Denn je nachdem, in welche der Kategorien sie fallen, müssen sie sich hierfür an unterschiedliche Stellen wenden. Eltern, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bekommen, müssen sich in der Regel an das Jobcenter wenden. Dagegen ist für Eltern, die Sozialhilfe, Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asyl-BLG erhalten, die jeweilige Stadt bzw. der jeweilige Landkreis zuständig. Diese wiederum erreichen Sie von Ort zu Ort an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Bürgeramt, im Rathaus oder in der Kreisverwaltung. Dort können Sie den örtlich zuständigen Ansprechpartner für das Bildungs- und Teilhabepaket erfahren. Die Eltern können jedoch den Antrag auf Lernförderung nur dann stellen, wenn sie zuvor eine Bestätigung der Schule bzw. des Lehrers erhalten haben, dass bei ihrem Kind der Bedarf für eine Lernförderung besteht. Dieser Bedarf besteht aber nur dann, wenn das Erreichen des Lernziels, in der Regel die Versetzung in die nächste Klasse, gefährdet ist und es keine vergleichbaren schulischen Hilfsangebote gibt. Wenn der Schüler das Lernziel dann gerade so erreicht hat, muss die Lernförderung jedoch wieder eingestellt werden. Wenn dann wieder ein Leistungsabfall eintritt, müssen die Eltern alles wieder von vorn beginnen. Deshalb haben die Vodafone-Stiftung und die Stiftung Neue Verantwortung einen 10-Punkte-Plan erarbeitet. Der soll dazu beitragen, dass künftig viel mehr Kinder aus ärmeren Familien an der kostenfreien Nachhilfe teilnehmen können. Der 10-Punkte-Plan findet sich im Internet unter www.vodafone-stiftung.de.